nämlich, glaube ich, Volkshaus. Und eigentlich sollten wir die Schuhe ausziehen, aber ich glaube, es hat nicht so geklappt. Und deswegen mache ich hier jetzt noch ein bisschen sauber. Sabine, ich bin Ergotherapeutin und mache noch den Bachelor in Ergotherapie in Berlin. Ja, und da habe ich auch den Flyer gefunden für diese Radtour. Und es hat mich sofort angesprochen. Ich dachte, ja, genau, das will ich diesen Sommer machen. Ja, jetzt kommt eine Frau vom Weltladen in Heidelberg und die wird uns ein bisschen was über fairen Handel erzählen. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt, weil also da stellt man sich eben auch die Frage, ja, wie läuft es in anderen Ländern und kann ich das vertreten, wie da der Kaffee angebaut wird. Und da ich auch gerne Kaffee trinke, ist es ja bestimmt ein spannendes Thema. Kommt der Sommer über das Feld, über das Feld, kommt der Lachen, Lachen, über das Feld. Lachen, 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 kommt der Sommer über das Feld. Über das Feld kommt der Lachen, haha, Lachen über das Feld. Guten Morgen. Heute ist die Laura für uns da. Ich finde es ganz toll, heute hier sein zu können. Und bevor ich euch etwas zu unseren konkreten Projekten erzähle, würde ich gerne mit euch zusammen ein bisschen erarbeiten, was hat es mit der Weltladenbewegung eigentlich so auf sich? Also wir machen bei uns im Weltladen ganz viel zu globalem Lernen. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Kindern zusammen oder mit Jugendlichen, mit denen wir dann so eine Perspektivveränderung begehen wollen. Also dass wir schauen, wie leben die und wie leben Kinder woanders und wie ist das alles miteinander vernetzt. Also ich fand es spannend heute. Weil doch auch sehr viele Ideen gekommen sind. Das war ja auch das Ziel, dass die Leute selber überlegen, was für sie fairer Handel ist, was für sie faire Kriterien sind. Und es ist schon toll, dass da dann so viele Ideen kommen und selbstbestimmte Kriterien und Forderungen. Und was auch allen Teilnehmern ganz wichtig war, war das Kriterium der Transparenz. Dass man auch als Konsument weiß, wo kommt denn der Kakao, die Schokolade eigentlich her. Das ist schon super. Also die wirkliche Evaluation können nur die Teilnehmenden selber machen. Ja, also ganz besonders beeindruckt hat mich diese Darstellung von den Kontinenten und dann natürlich auch mit dieser Verteilung von den Schokostückchen. Und ja, es war halt blöd, dass ich in Afrika gelandet bin. Dann hatten wir nur ein Schokostückchen, was schon sehr wenig ist für vier Leute. Und das fand ich, ich fand es gut, dass es so lebendig war und eben, dass man das so auch am eigenen Leib erfährt, weil ich meine, man will halt auch ein bisschen von der Schokolade abhaben. Erlebnis, einfach mit der Gruppe unterwegs zu sein und ja, auch ordentlich Kilometer zu machen, das macht auch Spaß. Man ist einfach so eine Masse und wenn dann die Autos für einen anhalten müssen, ist einfach ein cooles Gefühl. Das hat man nicht so oft als Fahrradfahrer. Musik